Also, so schaut es nämlich aus. Wir haben alles eingekramt, wirklich. Wir haben extra einen Kredit aufgenommen bei der Bank, damit wir wirklich alles auffüllen können. Es schaut Bombe aus. Wir haben sogar das Tiefkühlregal jetzt schon mittlerweile aufgekramt. Wild, gell? Und es gibt alles verschiedene, wirklich, die Produkte musst du alle mit Hand selber nachfüllen. Und beim Kassieren erst. Da, allein ich wie die Klopapieren ruhig nicht mehr. Da, das sind nur Reserve, was wir noch da haben. Au, Honig. Wirklich gut, also es schaut echt gut aus. So führt der Makler seinen Lohn. Da ist auch alles voll. Perfekt, da hätte ich gesagt. Start meinen ersten Tag, oder? Schauen wir mal, was wir heute anbringen. Jetzt geht es gleich richtig ab. Ich freue mich schon so, wir sind Level 17. Es dauert nicht mehr lang, bis ich einen zweiten Wappler anstellen kann in der Kasse, damit ich mehr Zeit zum Regale einräumen habe. Komm, Lockenschädel, du weiter. Wieso gehst denn so komisch, Alter? Hat die wer durch? Schaut mal, wie der humpelt. Da, schaut's. Alter, der hat doch irgendein Libizaner zwischen gehabt. Irgendein Zuchthengst. Du, der Falten schaut aus, wenn du dich zuwiegnierst. Ich hoffe, das ist dir aufgefallen. Ach, du das ist schon zum Kassieren. Alter, bist du ein bisschen deppert? Der Hund hat gleich alle Hörner rausgekauft, Alter. Was ist mit dir los, Geschüttelter? Ich hab keine. Der Hund? Was hast denn du vor, Alter? Machst du Armenspeisung, Geschüttelter? Leg da zwei Viecher zurück! Ich hab nur vier, Depperter! Frisst alle allein, Alter, und das Scheinputzmittel. Was ist denn deine Mission? Glaub ich, spinn! Ich hab nur vier Hörner und der nimmt sich gleich als erster drei. Und dann jammern die Leute wieder, es gibt keine Hörner mehr. Ja, was soll ich machen, wenn der Depper der alle nimmt? Ist ja nicht normal. Klippen. Der holt gleich fast alle Pommes. Ja, das ist ja nicht normal, Alter, wirklich. Ja, gib her. Der Hund kauft einfach gleich drei von den vier Hörner zusammen. Ich glaube, wir haben gleich keine Hühner, weil das erste ist ja, was jetzt ausgeht. Ja, gib her, Alter, wo holst du denn die Kohle hin, Depperte? Da bin ich, Alter, nicht 3 Meter weit weg. Das habe ich schon gern, wenn die Leute einen halben Meter. Wenn ich über die Kasse drüber greifen muss, dass ich. Der Hund, Seifen, ist ja klar, ne? Wahrscheinlich wieder K***, Alter, und nichts zum Nachwaschen gehabt. Rixer. 44. Trottelmädel, Alter, also wundert mich bei deiner Figur, wenn du nur Cola saufst und frisst, dass du nur so ausschaust. Muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab, guter Stoffwechsel. Oder du arbeitest da Alter, und tust den ganzen Tag so viel dass du gut annimmst dabei. So, das letzte Händl ist weg. Ja, wenn ich das gewusst hätte, dass das so gut ging, dann hätte ich gleich ein paar Reserve bestellt. Aber die kosten halt auch nicht wenig. Jetzt werden sie gleich immer wieder jammern, ich kann kein Händl mehr geben. 60, Alter. Ja, Hähnchen nicht. Was? Du hast doch gerade eins gekauft, du Volltaudel! Was? Ich hab's Händel nicht gefunden! Was war denn das in deiner Einkaufstasche? Du versch Wappler! Das war ein Händel, du Dominus! Nimm mal her, ich konnte kein Hühnchen finden. Ich klatsch dich gegen die Wand, Depperter. Was ist denn, Alter? Kauf die hin, oder? Und 10 Sekunden später weiß er nicht mehr, dass er es gekauft hat, oder was? 17, 80. Zuckerschock oder was? Nächster. Ach du Sche. Alter Haberer! Der Hund kauft gleich alles auf, was ich hab. Gibt wenigstens gut Kohle. Wie viel? 260. Da ist ein bisschen ein Thunfisch, oder? Der schmiert sich das wahrscheinlich an seinem. Ja, mit dir rein, schau dich an, Depperter. Für was brauchst du drei solche 2 Liter 1000 Thunfisch? Der schmiert sich das auf sein. Halt es ins Wasser, in der Hoffnung, dass ins Aquarium sich was rührt, wenn ihm so schon keine angreift. Ekelhaftes Schwein. Servus, Granutius, ist klar? Butter! Wenn ich die Kasse vom Kassier so begrüßt werde, na servus, du wirst das überleben, Opti. Du würdest Geld dafür zahlen, dass ich dich bei einer Kasse begrüßen würde. Los, Großmutti.
Du würdest so viel Trinkgeld geben, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ob freiwillig ist die andere Frage, aber du würdest das geben. Alter, kannst du bitte mal zum drüberen gehen, oder? Ich muss ja da mal die Regale wieder auffüllen. Ich komme nicht dazu, Licht habe ich ja vergessen zum Einschalten. Geh weiter, Alter, Fetzen, die kaufen mich arm. Die kaufen mich einfach arm. Alter, was willst du denn noch alles? $90 ausgemacht, sehr geil. Ich komme zu nichts, ich kann nicht Regale auffüllen, weil es irgendwie alle zu mir kommen. Das, was da drüben kommt, ist ja fast nichts. Ich brauche eine Licht. Alter, hast du das jetzt fertig? Hast du jetzt alle Erdäpfel zusammengekauft, du Dominos? Marke, Sch**, Alter. Ich kann nichts dafür, wenn ihr Wappleich alle bei mir anstellt. Aber ich brauche ein Licht, wenn ich kassieren soll. Ich komme einfach nicht dazu. Ich sollte mal nebenbei die Regale nachfüllen, weil die Leute so viel kaufen, aber ich komme einfach nicht dazu. Weil ich ja Kartoffelsack. Ja, was soll ich machen? Zwarbackelmüll, ich gratuliere dir für deinen starken Einkauf. Ich hoffe, du kommst über übers Monat. So, jetzt sind ja schon alle weg. Nein, gar nicht. Eine läuft. Na, da. Reis. Eins habe ich noch gehabt. Erdäpfelsackel habe ich, glaube ich, gar keine mehr gehabt. Was haben wir da? Kaffee. Was haben wir da? Toast. Wo war es Toast? Da haben wir noch genug. Boah, das wird wieder ein Shopping-Tour am nächsten Tag. Da haben wir noch Mozzarella. Haben wir noch 1000. Depperte, Alter, mach mir jetzt nicht grantig. Ich bin gerade am Einrahmen, wie du siehst, Alter. Ah, komm her, da, ja, danke. Wo kommen jetzt schon wieder die ganzen Leute her? Ist ja nicht normal. 101, Alter, gratuliere. Gut eingekauft, Puppe. Und wieder gingen sie alle zu mir her. Wirklich, ich warte nur, dass ich endlich den zweiten Kassier einstellen kann. Damit die endlich gescheit hackeln kann, weil ich sag, ich müsste da mal die Regale. Wow, wegen einer Cola kommst du, Alter, komm schlecht, ich geh weiter, komm. Ich komm nicht zum Regale nachfüllen, weil die Leute immer zu mir ein. Sie stellen sich nicht drüben an, nein, sie müssen immer zu mir. Danke. So, wie schauen wir da jetzt aus? Globerbier. Servus Meister, grüezi. Es Dummelze! Haben wir da Nudeln. Ein Backel, wow. Hat sich richtig ausgezahlt. Schaut halt so sympathisch rein. Ich, ja. Hey ho, Kupferdachel, grüße. Jetzt füllen wir mal gleich alles auf, was wir noch haben zum Auffüllen. Ist da noch was drin oder nicht? Nein, jetzt ist sie leer. Aber das ist das teuerste Produkt, was ich kaufen kann, was ich da gerade eingekramt habe. Da kostet eine Kiste $160 mit dem Geschirrspülmittel. Da haben wir noch einen. Aber den Rest können wir noch da stehen lassen. Da Reiniger. Oh, die sind auch gut weggegangen. Müssen wir auch nachbestellen. So, okay, das ist teilweise schon echt ein Wahnsinn, was wir da noch einfüllen müssen. Ich liege euch nicht an. Was die Leute aufgeilosen da jedes Mal. Oh, was haben wir du da noch? Geile Butterblume, du Schöne! Dankeschön aus für den Tom. Das Mainboard ist down. Hab heute noch eins bekommen. Ja, Gott sei Dank. Beim nächsten Update sollte man Einschlichter bekommen. Das ist eh, weil du kannst ja den Supermarkt völlig so groß machen wie ein Interspar irgendwann. Du kannst den echt riesig machen mit der Zeit. Und nach der Wahl musst du aber alles alleine einräumen. Es gibt keine Einräumer. Und irgendwann ist der Lohn so groß, dass du schon eine Stunde damit beschäftigt bist, die Regale zum Fertigmachen, dass du überhaupt Leute einlassen kannst. Und das ist das Abartige.
Wir haben auch noch immer kein Lager, weil ich halt einfach der Meinung war, wir brauchen es noch nicht. Aber schon mittlerweile bald, glaube ich, brauchen wir es. Nur weil arbeite ich mich von Tag zu Tag. Habe ich jetzt genau alle erwischt, aber sowas von berechnet. Aber wir haben 2-3 eingenommen. Das geht ja schon mal. Orangensaft. Ist kein einziger verkauft worden, müssten wir verstehen. Apfelsaft, wenigstens ein paar. Okay. Hast du schon ein Resident Evil Game gezockt? Wenn ja, welches? Alle. Passt, ist ja leer. Oh. Wir haben eigentlich ziemlich alles jetzt aufgebracht, jetzt müssen wir noch bestellen. Das ist halt die Frage, bestellen wir noch. Ich habe halt auch das Problem da mit der Gefriertruhe tatsächlich. Die Pommes sind gut weg. Pizza, glaube ich, ist nicht viel was weggegangen. Aber die Hörner. Du brauchst fast noch, da ist auch noch was. Da brauchst du fast noch eine Gefriertruhe nur für die Hörner. Der Tee, der ist fast gar nicht weggegangen tatsächlich. Da haben sie einig, was haben sie denn da alles ausverkauft, oder? Zucker? Was war denn in die oberen Regale drinnen, das jetzt wieder wissen, gell? Da Spaghetti, das weiß ich. Müll haben wir auch noch. Keinen Plan, was war denn in die... Was haben wir da drinnen gehabt, weißt du das noch wer? Ich habe echt nicht geschaut. Das ist halt echt witzig, wenn du nicht weißt, wo du noch was hast. Super, da bleibt auch noch über. Und Joghurt. So, Kellogg, ah ja, die Violetten, gell, waren da drinnen, oben zumindest, aber wo waren die oben? Alter, da haben sie auch alles, was war da noch schnell drinnen? Ich habe keinen Plan mehr, bin jetzt deppert, das war ja irgendwas für die Neigenprodukte, unten die Neigending, ja, aber in den Regale haben wir ja irgendwas drinnen gehabt, oder? Bin jetzt blöd. Kellogg's, ja, aber was war da noch drinnen? Honig brauchen wir noch eins, Soda brauchen wir noch, da brauchen wir noch. Den Zuckerding brauchen wir auch. Den Kuchen brauchen wir auch. Ich muss einmal den Tag starten. Genau. Dort waren die Erdäpfel. Danke. So. Wir haben 2308. Was machen Sachen? Verwaltung. Wachstum. Die nächsten Lizenzen kosten auch schon wieder 1900 Fuß. Es ist abartig. Die Lizenzen werden so teuer und ich nehme das halt auch einfach nicht ein. Kaffee mit einer hellen Röstung. Da kriegen wir schon 7 Sachen, nicht mehr 6. Eier 12er Pack. Macaroni, brauner Zucker, grüner Tee, Käse, Kaffee mit einer hellen Röstung. Wenn ich das jetzt zum Beispiel kaufe, dann ist meine ganze Kohle weg. Tatsächlich. Aber wir könnten Donauregal herstellen. Also wir könnten jetzt da. Warte, ich mache jetzt. Das Glück ist mit den Mutigen, okay? Wachstum, Abschnitt. Was kann ich jetzt da noch für einen Kredit aufnehmen? Geht noch was? Bank, Darlehen. Tägliche Zahlung. 2000 ist aber. Es hilft auch nicht viel. Es bringt auch nicht viel. Mit 2000, wenn ich jetzt da nur einmal vergrößern und Lizenz nehme, bleibt nicht mehr viel über. Aber ich könnte noch einmal vergrößern nehmen, und, aber dann haben wir für die Regale her, braucht man aber glaube ich 2. Das ist echt schwer. Rechnen wir mit. Die zahlen sie ja immer von selber. Ich tue mir gerade echt schwer. Giuliano, danke Leute, nur bei Hype Train geht, ihr müsst jetzt nicht eskalieren. Ich weiß es nicht, soll ich es nehmen oder nicht?
Aber 440 täglich ist halt schon heavy. 120 täglich, das ginge eigentlich. Timo, danke für die Biddies. Liebe geht raus. Giuliano, da. Leute, ihr müsst nicht. Ich nehme ihn jetzt da drauf. Wir vergrößern, wir nehmen den jetzt da und wir bauen jetzt aus. Fertig. Wir holen da jetzt noch. Da sollten doch noch zwei Regale und ein Gefriertruchen Platz haben. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Hätte ich gesagt. Hoffe ich halt einmal. Weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, was brauche ich für den eigenen. Warte, jetzt, ich muss ganz kurz schauen. Markt, was brauche ich jetzt alles für den Eigen? Es ist, glaube ich, ein paar gekühlte Sachen, oder? Das ist Regal, Gefrierschrank. Da ist noch eine Pizza dazu. Also, ich habe es noch nicht, ich bin ein Trottel, ich habe es gar nicht gekauft. So, noch einmal. Verwaltung. Habe ich jetzt da einen größeren Abschnitt genommen? Nein, habe ich nicht. Na, dann. Da, Lizenzen. Die eine nehmen wir jetzt da. Bam, so haben wir. Und jetzt da haben wir einen Haufen neue Produkte. Die was natürlich auch gleich Sinus. Leute, ihr müsst doch nicht, oder? Ihr habt heute eh schon so viel Liebe gegeben. Danke. Ich bin nur gespannt, wer sich morgen die zwei neuen Zippos holt. Weil das eine werden wir jetzt gleich mal verlosen. So, was brauchen die? Damit ich das kurz weiß. Die neuen Sachen fangen wieder da an bei Käse. Was sind sie immer? Kühlschrank, Kühlschrank, Kühlschrank und viermal Regal. Das heißt, wenn wir ein Regal und einen Kühlschrank nehmen, kriegen wir alles eingeschlichtet. Sehr gut. Wir bräuchten aber auch noch eigentlich ein Gefriertruchen für die dreckigen Herner. Warte mal, da kriege ich einen Doppelkühlschrank her normalerweise. Oder nehmen wir einen einfachen. Reicht der einfacher? Ich bin nicht. Es ist halt der einfache, kostet halt da 175 weniger wie der doppelte. Win, win, win. Leute, danke schön. Leute, Level 1 schön auf 70%, ist jetzt die geilsten. Wie man es dreht und wendet, es du reicht das Knebel einfach Blume, nicht. Du Schöne! XY Lorpain, danke für dein Abo. Liebe geht raus, Prime. Das reicht dir wirklich hinten vor. Ich brauche halt ein Gefrierfach, kostet echt viel. Ich werde die Herren einfach draußen lagern, mir wurscht, ob es tiefkühl ist. Ich fülle es auf und wenn es leer wird, fülle es wieder auf. Wir brauchen ein Regal und ich glaube, ein kleiner Kühlschrank reicht. Ein kleiner Kühlschrank reicht. Wir haben drei Kühldinger. Reicht, fertig. So, 400. Was brauchen wir jetzt noch alles, dass wir es gleich mal geklärt haben? Dann nehmen wir gleich die Eigensachen dazu. Produkte. Da nehmen wir einmal, zweimal. Leute, Liebe geht raus, Wasserflasche. Ist doch aber ein anderes Wasser. Da ist nehmen wir einmal. Und was war noch? Kühlware. Käse nehmen wir zweimal. Eier haben wir. Wasser. Passt. Und dann fürs Regal nehmen wir einmal, zweimal. Einmal, zweimal. Also wir sind voll. Das Geld geht auf. Kaufen. 1600 noch. Warte, dann da noch. Zweimal war es, glaube ich. Einmal, zweimal und grüner Tee. Einmal, zweimal. Passt. Jetzt müssen wir noch schauen. Kartoffelsack brauchen wir auch gleich wieder, ich glaube am besten drei. Genauso wie das Hühnchen brauchen wir Minimum zwei. Drei. Ah, hat er schon wieder. Brauchen wir noch eins. Jetzt räumen wir mal da ist alles ein, schaut euch das jetzt an. So, da haben wir das Regal, das kommt jetzt auch noch da her. No risk, no fun oder was? Ey, was ist denn? Geh, hey, 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 hey. Na komm. Na geh komm. Na geh komm. Na geh f***en, Alter. Na jetzt, abui. Ja, das ist halt echt ziemlich knappig berechnet. Ach, naja, muss so geil. Anders geht's nicht. Ich kann um den Gefrierfach ein bisschen weiter umgehen, das würde gehen. So, mit der zweiten. Das wird ein bisschen versetzt. So wie da auch. Fertig. Anders geht es jetzt nicht. Ist halt leider so, müssen wir jetzt so akzeptieren. Ich kann es nicht ändern. Also da kommt der Kühlschrank her, Gottes Willen.
Wo ist der Kühlschrank? Da drüben. Da hätte theoretisch noch so einer Platz. Das wird ja nichts. Lass dich schon jetzt ruhig stehen, Depperte. Depperte. Komm jetzt da. Mach mich nicht grantig, Schmalzner. Passt. So, und jetzt gehen wir die Produkte einrahmen. Da, die verschiedene Hernertutteln. Viermal. Der muss gleich am Anfang weg waren, Alter. Das ist echt abartig, wie die Scheiße weggeht. Dann haben wir da jetzt den eigenen Ding da, wie der Basmati-Reis. Das ist, glaube ich, auch irgendein Reis, ich bin mir nicht sicher. Der kommt halt da her. Oder, weißt du was, den könnten wir eigentlich auch da einrahmen. Schauen ja fast gleich aus. So, das sind gleiche Marken. Dann machen wir das gleich so. Reis und Nudeln halt da her. Ich weiß zwar nicht mehr, was da jetzt noch gefehlt hat. Aber wir werden es vielleicht noch eruieren. So, Wasser. Das sind 5 Fächer. Schauen wir mal, wie viele Produkte das wir platzieren können. Was haben wir da? Der Äpfelsack. Da haben wir gesagt, da können sowieso 2 Regale nur mit rein. Weil die so viel Platz brauchen. Das ist ein bisschen ein Scheiß. Da brauchst du einen Korb, so einen großen. Wisst ihr, kennt sich aus? 12 Eier. Passt da. Danke für eure Liebe, Leute, ehrlich. Nochmal Kartoffel. Denn ich will Quellkartoffel und dupp, dupp. Helia, ja, danke für dein Bit. Liebe geht raus. Danke. Ehre an dich. Danke für euren Support, Leute. Wir sind ja noch mitten im Einschlichtverfahren da, ne? Ich hab da schau, was ich da schon alles aufgebaut habe, bitte. Der sagt, endlich spürst du es einmal. Hab schon wieder völlig satt gespült, das Spiel. So, da sind die Hühner. Und da davor da haben wir noch die Erdäpfel hin, weil die gingen auch recht gut. Ist mir aufgefallen, die gingen auch gut weg. MC Pressluft, danke für deinen Follower. Benny Kill, danke für deinen Follower. Liebe geht Rausch. Rausch. So, was wird besser, geil? Die Herneier oder die Käse? Ich glaube, wir werden die Herneier da mal da herstellen. Die rahmen wir dann bei der nächsten Runde ein, wenn es wieder heißt. Fette Kinder fahren mit dem Moped in die Schweiz. In die Schweiz. In die Schweiz. So, was haben wir da? Passt. Auch gleich weggeschmissen. Drauf weggeschmissen. Da haben wir auch wieder. Da haben wir wieder 2 Regale vollkriegen. Ich hab schon gesagt, du brauchst fast immer, wenn du nicht ständig nachfüllen willst, musst du schon 2 Regale immer auffüllen mit den Produkten. Aber ich glaube, wir werden geldtechnisch ein bisschen Probleme kriegen. Weil, so wie die Reinigungsprodukte und so, die kosten echt viel Knädel. Was ist denn das? Ah, das ist noch der Kaffee, genau, der kommt gleich da rein. Jetzt haben wir nicht mehr nur den schwarzen, jetzt haben wir auch den hellgerösteten dabei. Weißt du, Koppenrad und Wiese, keiner macht's wie diese. Fufu, ein neuer Zucker haben wir auch schon wieder. Der gehört ja eigentlich auch da herum hin. Da gehört ja das Nutella weg und der So-So-Zucker gehört da noch her. Aber da stellen wir halt da dazu. Ist egal. Da bin ich diesbezüglich schlicht eher irgendwie. Wahrscheinlich wäre es besser, wenn ich die Regale mit ein bisschen mehr System hinschlichten würde. Aber es ist schwierig, weil du müsstest alle Produkte wieder in Schachteln reinnehmen, umsortieren. Das ist mir einfach zu viel Arbeit. Das müsste ich mal offstream machen. So, jetzt haben wir mal alle Neigenprodukte und die Tiefkühlprodukte jetzt aufgefüllt. Jetzt müssen wir da noch Preise festlegen. 6,80, dann verlangen wir natürlich 7,10. Supergeil, alles klar. Dann da, der Kaffee, was kostet? Oh, 11,91, da kostet er 12,20. Supergeil. Und wie schaut es mit dem Tee aus? 7,32, machen wir 7,60. Alles klar. So. Die Kühlware, das Wasser da. 2,82 kostet 3,10. Oder weißt du, wenn einmal die Wasserflaschen 3,10 Dollar kostet, dann steht die Welt halt einmal lang. Da, der Käse. Für ein bisschen Käse 4,40. Dann machen wir 4,30, wir sind ja nicht zu teuer. Ist abartig, aber das sind da die Preise. Und die Eier? 12 Eier, 6,28. Alter, die Herren müssen im Schlafzimmer von dem Betreiber pennen, damit das so gute Eier legen. Alter.
Wir geben es für 6,50 rein. Abartig tatsächlich, die Preise. So, wir brauchen auf jeden Fall noch 8er Backel Eier, eins zumindest. Und ein Backel Milch brauchen wir auch noch. Ja. Die Gummis brauchen wir noch. Was tun wir da hin? Ich weiß nicht, was da noch gefehlt hat. Da fehlt jetzt auch eins. Dann zwei die Cornflakes haben da gefehlt und irgendwas hat noch gefehlt. Jetzt müssen wir da kurz einmal von oben runter schauen, weil sonst kommen wir nicht zusammen. Was habe ich jetzt da schon drinnen? Ich weiß es nicht. So, von oben runter jetzt gesehen, ganz oben runter jetzt gesehen. Die Leute lieben das Spiel. Butterblume, du Schöne! Don Pauli, danke für deine Abo, lieber geht raus. Enkios, danke für deine Bidis. Kaffee ist ein Lebenselixier, stinkt allerdings. Da wäre ein Sonderverkauf sinnvoll, wo du verkaufst, bis alles weg ist und dann baust das neu auf. Ja, aber da jammern die Leute nur die ganze Zeit, das geht fast nicht. Also da wissen wir schon mal, da brauchen wir zwei Backel. Die gehen gut weg. Aber was hat da in dem Regal noch gefehlt? Ich bin ein bisschen überfordert. Also, wir haben gesagt, das brauchen wir, den Zucker, glaube ich, brauchen wir noch einen, brauchen wir noch von denen. Nein, gar nicht, da haben wir noch genug. Den Zucker brauchen wir tatsächlich gar nicht. Was haben wir da noch? Also da ist der Zucker. Nudeln, wie viele Nudeln haben wir noch? Brauchen wir eigentlich auch nicht. Öl brauchen wir auch nicht, oder? Das ist sogar ganz viel in der Blim, ja. Öl brauchen wir auch nicht. Nudeln, Öl, Toastbrot brauchen wir eigentlich auch nicht. Mineralwasser brauchen wir nicht, Käse brauchen wir nicht. Der schwarze Kaffee. Nein, los mal, brauchen wir nicht unbedingt. Einmal die Eier, die 8er-Eier, einmal die Milch. Schwarzer Tee ist noch viel. Erdnussbutter, glaube ich, brauchen wir genau auch nicht. Da fehlen auch nur ein paar Glasl. Ist nicht so wichtig. Ah, ist da um das Mehl gewesen vielleicht? Oder haben wir das da? Nein, jetzt wissen wir, was fehlt. Das andere Mehl war da oben. Das da. Da brauchen wir zwei. Olivenöl, glaube ich, haben wir auch. Das nicht schon. Ein Packerl dazu zu nehmen. Ist halt auch schweineteuer. Danke für die Follower, Leute. Liebe geht raus. Muss auch eingekauft werden, was immer. Und da brauchen wir auch zwei Packerl sogar. Weil da sind wir auch wieder fast leer. Hätte ich gleich zwei veranschlagt. Reis, Basmati. Da brauchen wir Minimum ein Packerl, aber den müssen wir kaufen da. Ach, das ist echt ein Logistikspiel, dass du die ausspeibst. Wie viel Salz haben wir noch? Wo ist denn Salz eigentlich da? Ah, da haben wir noch genug. Toastbrot haben wir auch noch genug. Klopapier würde ich tatsächlich trotzdem noch eins auf Reserve kaufen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Weil, das nicht schon. Was für uns da? Also die Dingeier sind voll. Parmesan ist fast voll, Thunfisch, ja, könnte man kaufen. Butter könnte man noch nicht kaufen. Wo waren wir jetzt da? Da, die Reis, das brauchen wir nicht. Den Kuchen brauchen wir auf jeden Fall noch eins. Können wir aber eigentlich zwei nehmen, da sind sie teuer. Da brauchen wir noch eins. Müsli, wie viel haben wir von denen, Alter? Oh, da geht auch fast ein ganzes Backel auf, da können wir auch noch eins kaufen. Schokolade. Viel ist nicht gegangen. Sollte man, weiß, sicherheitshalber. Sprite brauchen wir auf jeden Fall. Weiß, sicherheitshalber hätte ich gesagt. Sprite brauchen wir ein ganzes. Da kaufen wir auch noch eins. Cola haben wir sonst da. Glasreiniger, wie viel haben wir da noch? Oh, da geht auch ein Packerl rein. Glasreiniger, dann das Ding können wir auch wieder auffüllen, ja. Das da. Könnte man vielleicht sogar, nehmen wir noch ein zweites. Wir sind schon wieder voll. Wo war man? Bleichmittel, das da. Kaufen. So. Nehmen wir sicher jetzt aber trotzdem noch eins dazu. Shampoo und Seifen. Oh, können wir jeweils auch Kisten brauchen. Es ist abartig. Butterblume, du Schöne! Shampoo, Seifen und ein Klopapier, einen Honig brauchen wir auf jeden Fall noch. Mozzarella haben wir jetzt da mal gesagt, brauchen wir nicht. Einen Thunfisch sicher jetzt selber nehmen wir. Den Zuckerding können wir sogar zwei brauchen. Aber dann sind wir schon wieder fast voll verkauft. Na, da nehmen wir eins weg von dem Zucker. Da muss. Das ist halt echt auch schweineteuer, gell? Kostet du auch wirklich. Geile Butterblume, du Schöne! Leute, danke für die Abos! 3 Monate, Ehre! Danke für den Prime, Liebe geht raus! Alpendudler, danke für dein
Follower. So, warte, jetzt da oben Müsli. Nehmen wir noch eins, habe ich gesehen. Butter, nehmen wir noch eins. Pommes, nehmen wir noch eins. Wir sind zu teuer. Gehen wir auf die Pommes noch verzichten. Das ist jetzt schwierig. Wie viele Pommes haben wir noch? Ja, viel ist nicht mehr drin. Muss ich ehrlich sagen, schwer zum Verzichten. Auf was kann ich da eher verzichten? Eher, glaube ich, auf die Butter, oder? Hätte ich gesagt, bevor ich auf die Pommes verzichte. Ja, ich glaube, die Butter lassen wir weg. Die Butter lassen wir weg. Kaufen. Passt, wir sind pleite. $23. Wir haben jetzt da nur für den Bestand, kannst du sagen, 1400 aufgebraucht. Nur, damit wir die bestehende fast komplett auffüllen können. Das ist brutal, was die ganze Scheiße umgerechnet kostet. Und jetzt müssen wir alles auffüllen. Und da brauchen sie dringend ein Update, dass man da einen ausstellen kann, weil, seht ihr, ich brauche zumindest jetzt dann im zweiten Kassier, weil du wirst nicht fertig. Du müsstest ja, die Leute kaufen ja alles zusammen, du müsstest ja theoretisch, was ist denn, stößt drauf, da deppert er, Säßen geschüttelt da, mach mich nicht schwach, Alter. Alter, mir juckt die Pumpen, da geht nichts. Du aufhörst! Bevor ich einen Grant krieg! So. Wir haben nur ein Ersatzhuhnpäckchen. Also wenn das Huhn wieder leer wird, haben wir ein Problem. So. Sind wir da? Reinigungsmittel. Tack, 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 tack. Tack, tack, tack. Zumachen. Draufstellen. Das sind die Produkte aufnehmen, wo schon ausgeräumt worden ist. Dann da. Wasser. Wasser! Wasser, a CEO search, ich halt die Goschen. Ei, Selci, prego, ei, ei, Selci, prego. Elisa, Elisa, a CEO search, Marta. Ich hoffe, also wenn der Ton, ich hoffe wirklich, dass der Ton mit dem Mikro jetzt neu umgestellt und komplett neu platziert ist. Alter, es lacht mir richtig in die Fressen, ich könnte dran lutschen, wenn es ein Chupa Chups wäre. Ich hoffe, dass das jetzt wirklich für euch so viel passt. Hä? Ah, Sergi, prego, warte mal, ich nimm's noch mal, mach's zu, bevor ich es hinstelle, Depper da. So. So stehen die Mineralwasserfloschen, Dingenskirchen, da jetzt eigentlich mitten. Stellst doch da hin. Du geile Butterblume, du Schöne! Also ich muss sagen, es zahlt sich halt jetzt dann bald wirklich ein Lager aus. Aber es ist immer so eine finanzielle Sache. Die Sachen sind alle so schweineteuer. Und die kommt mit Ach und Krach gerade so zusammen, dass ich meine Regale jeden Tag auffüllen kann. Und gleichzeitig muss da aber ausbauen, weil sonst wird der Umsatz nicht mehr. Ja, da haben wir das dann auch, da haben wir das eine Regal haben sie gar nicht angegriffen. Wo ich eine Reihe haben sie rausgenommen, aber das juckt jetzt nicht. Da haben wir da schon klar, ich weiß, da hätten wir eh nicht so viel gebraucht, aber sicher ist sicher. Haben wir ein bisschen Schokolade. So. Meiner Meinung nach hört es sich gut an. Was hört sich gut an? Ich wusste gar nicht, dass du Portugiesisch kannst. Ja, perfekt sogar. Fließend, fließend. Weil gestern... Fließend. Honig! Habe ich gesehen. Geht es nicht mehr so genau aus, ein ganzes Backel zum Eindrucken. Sag ich euch ja. Glaubt es einem alten Mann was, wenn er euch was erzählt. Wir müssen die Preise einmal nachchecken, Alter. Ganz wichtig, so, und da, warte mal, wenn wir da das Müll hin tun, dann können wir da noch die Cornflakes, dann sind sie wenigstens in der Nähe von den anderen Cornflakes. Habe ich da zwei oder nur eins gekauft? Das ist eine gute Frage. Zwei, sehr gut. Da haben sie komplett aufgekauft. Na, was da? Ich meinte den Sound von deinem Mikro. Meiner Meinung nach hört es sich gut an. Na Gott sei Dank. You touch my tongue. My ding ding dong. Ich weiß nicht warum, ich glaube das war ein Kindheitstrauma, wo ich das gehört habe das erste Mal. Seitdem bin ich deppert. Und immer wenn einer sagt, hört sich gut an, geht mir so einer ab. Da habe ich so einen verbalen Orgasmus. Und fange auch you touch my tralala zum sagen. Greif mal an. So, eine da. Wie geht's dir? Ja, Alter, in dem Spiel hast du so eine Logistik, dass du, seht ihr, ich brauch schon gefühlt, bis ich einen neuen Tag starten kann,
brauche ich ja schon gefühlt eine halbe, dreiviertel Stunde, bin ich nur mit Einrahmen beschäftigt tatsächlich. Das gespürt man extrem. Je größer der Lohn wird, weil es ja noch keine Einräumer gibt, desto länger dauert jeden Tag die Sortierung. Das ist abartig. Und wenn es das nicht auffüllst, die Regale, eh schon wissen, dann kommen es dann alle und jammern, das haben sie nicht gefunden, das haben sie nicht gefunden, das ist ausverkauft. Halt die Gauschentepper da. So, da haben wir jetzt das zweite Müll, das tun wir neben das andere Müll. Das war auch ausverkauft, das dürfte da mehr wie gut gegangen sein. So, die Crispy-Dingenskirchen da sind auch gut gegangen eigentlich. Haben wir jetzt nicht zwei über? So, dann stellen wir noch da dazu. Und das Problem ist, solange ich noch selber mitkassieren muss, kann ich nicht Regale nachfüllen. Und dann gehen mir die Kunden wieder am Arsch, weil einerseits belagern sie fast nur mich, obwohl ich da neben einen Kassier habe, der was nur in der Nase rumgiegelt und seine Wager frisst, wenn er nichts zum Tor hat. Gell, Depperta? Weil während dein Chef da gerade zwei Stunden lang den Regale einrammt, stehst du da wie eine Uhr nach dem Waldbrand und suchst die Vergangenheit. Aber sagen wir es keinem. Ich zahle ja gern für untätige Mitarbeiter. Genau so funktioniert ja ein Betrieb. Der Chef tut alles und die Angestellten schauen nur deppert zu. Genau so habe ich es gelernt in meiner Lehrzeit. Weil der steht nur deppert da, den kann ich nicht einmal eine Schachtel in die Hand drucken, weil der Depperte weiß nichts damit zum Auffangen, der frisst sie ja noch. Das ist die Logik von dem Spiel momentan, wo ich mich so ärgern konnte. Ich rahm da jedes Regal Stück für Stück ein und der Depperte schaut dazu. Genau so funktioniert Mitarbeiterpolitik. Weil du hast ja als Arbeitgeber sowieso keine Rechte mehr, nur der Arbeitnehmer hat Rechte. Als Arbeitgeber, so wie du jemanden bezahlst dafür, dass er in deiner Firma ist, f***t er deinen Arsch. Ihr seht es ja. Er schaut mir ja zu. Ich fühle mich ja privilegiert, dass ich seinen Blick genießen darf, während ich die ganzen Regale als Chef, wohlgemerkt, einrahmen muss. Während er da deppert, weiß ich nicht, Firma stehe und schauspielt. Azubi im ersten Lehrjahr. Wenn das Azubi im ersten Lehrjahr war, hätte er ihm schon mit einem Backel die Schädeldecken runtergeschossen. Aber ohne zum Zucken. Alter, dann hätte er Zahnbürstel in die Hand gedruckt, der hätte den Bone für Zentimeter hätte er den poliert. Poliert mit einer Zahnbürste. Wenn er mir da eine halbe Stunde deppert zuschaut, während ich die Regale einrahm, anstatt dass er selber einen Handgriff macht. Da kannst du aber sicher bist. Der hätte blutige Knierscheiben dann am Ende des Tages. Philipp war zum Beispiel ein Arbeitgeber, der einen Angestellten gehabt. Das war auch so ein bisschen, ja. So typischer, wenn du nicht neben stehst und ihm auf die Finger schaust, dann tut er nichts. Gell? Mhm. Also, so wie er aus dem Haus gefahren ist, weil er irgendwas machen hat müssen, hat er sich irgendwann mit seinem Handy hinguckt und eine nach der anderen geracht. Also, es ist auch als Arbeitgeber nicht einfach, gutes Personal zu finden. Hey, ich hab noch einen Hernerschenkel gekauft, Alter, wie viel Herner? Also jetzt könnt ihr Herner kaufen, bis euch die Eier angefrieren, Alter. Mir scheißegal. Zu geil. Was ist zu geil? Dass der Depperte da drüben noch immer steht und mir zuschaut, obwohl ich ihn schon angeschrien hab? Richtig geil. Aber ich muss sagen, Realismusfaktor 10. Wie in Real Life. Du schaust deinen Angestellten an, du schreist ihm an und er schaut in die Leere. Als hätte er komplett Reset da oben, High-Fi-Schalter umgeschalten, er ist einfach nicht da. Und bis ich oben drücke, tut der nichts. Ich bin froh, dass er atmet, weil sonst müssen die Rettung auch anrufen, bevor es losgeht. Firma stehe und schau halt. Ja, ist so, hab ich gesagt. Hast du gerade gerülpst? Nein, ich hab die Dose noch nicht gestört. Alter, ich hab mir gerade gedacht, ich höre da gerade eine mongolische Bergziege in seiner Brunft. Kuchen. Muchen, Tuchen, Restaurant. Muchen, Kuchen. Die Nichtstuer im Handy vor dem Gesicht werden leider immer mehr. Ja, Generation Z. Er war Generation Z. Er ist Generation Z, ja. Es ist wirklich, das ist keine blöde Redewendung. Es ist Generation Z. Du darfst ja oder seit 2000, kannst du sagen, hat ja ein Lehrling mehr Rechte in einer Firma als wir ein Arbeitgeber selber. Ist so. Du darfst nicht anschreien. Alter, ein Lehrling im ersten Lehrjahr darf gerade einmal eine Sprosse oder zwei, zwei Sprossen einer Leiter erklimmen. Mehr darf er nicht, als aus Arbeitssicherheitsgründen.
2 Sprossen einer Leiter. Was machst du denn als Fassadenmaler? Was tust du mit dem Depperten, wenn er nicht aufkraxeln darf? Stößt ihn unten hin, Alter, und schaust, dass er in Lack was overtropft, wieder auffängt, Geld sparen. Versteht's mich? Wo ist denn da der Sinn? Aber es ist so. Alter, Frierer, drauf du hast den Lehrbuben im ersten Lehrjahr, Alter, hast du ihn reingesetzt in den Lastwagen, auf dein Grundstück hast gesagt, 4 um in Schauder da. Fertig war's. Und heute darf er nicht einmal mehr gescheit einen Besen in die Hand nehmen, wenn er nicht, dass er sich den Finger bricht. Sehen wir, ist ja wirklich wahr. Das ist so gestört, aber das ist die heutige Zeit. Ich hab's euch schon mal gesagt, Leute, die heutige Gesellschaft ist hypersensibilisiert. Großteil durchs Internet, Großteil weiß ich nicht was. Aber schaut euch das an. Und da reden wir nicht von vor 200 Jahren und heute, sondern da reden wir vor 20 Jahren und heute. Das ist 101. Grüß dich, Lucia. Wie ein Lehrling vor 20 Jahren ausgebildet worden ist und wie ein Lehrling heute ausgebildet wird, das ist 101. Das kannst du nicht mehr vergleichen. Da sagen die Leute alle Facharbeiter füllen. Alter, wenn du heute eine Lehre anfängst, bist du nach 3 Jahren noch genauso deppert im Schädel wie am ersten Tag. Da hilft dir die ganze Ausbildung nichts, wenn du nichts da anlassen darfst im Buben. Aus Sicherheitsgründen. Erstes Lehrjahr, 2 Sprossen auf der Leiter. Ich meine, der Bub ist Minimum 15 Jahre alt. Und darf nur 2 Sprossen, weil gar, weiß ich nicht, hat er getrunken, ist ja heutzutage ja nichts Neues, ne? Deprimierte Minderjährige. Ist ja hinter jeder Schule findest 100 davon. Nicht, dass er sich von der Leiter runterschmeißen will, weil er jetzt, weiß ich nicht, beim Mauerverspachteln ein Spachtel halten muss. Weil er hätte es ja lieber mit einem Lineal gemacht, weiß ich nicht. Aber es ist ja eine Tatsache. So! Ich glaube, wir haben also die Preise wollte ich mal ein bisschen durchgehen, damit wir nicht wieder irgendwelche Beschwerden haben. Das ist viel zu teuer. Das kauft da kein Schwanz so um den Preis. Müssen wir auf 13. Das ist dann, das muss ich sagen, ist ein bisschen nervig da im Spiel tatsächlich, sage ich ganz ehrlich. Dass du dann die Preise immer so, nicht am PC einfach gleich alles siehst. Du musst zu jedem Produkt hingehen, auf das Preisschüttel schauen und schauen, ob der Preis noch gerecht ist. Da sagst du, das passt. Nutella, passt da. Das Wasser, passt da. Joghurt, passt auch noch immer. Käse, haut auch hin. Eier, ist in Ordnung. Milch, passt da. Erdapfel, 5,60. Oha, den schenke ich noch was 6 gerade aus. Geht schon. Der unter der Lachgummi, passt. Die neuen Cornflakes, passt da. Wo sind da die Preise? Hühnchen, 9,32, gibt es für 9,60, passt. Pizza, 5,13, passt da. Ich muss kurz, Leute, weil sonst kaufen es die Leute nicht und wir wundern uns. 7,17, das passt. Der Kaffee, 12,20, haben wir eh gerade jetzt erst eingestellt. Die Pommes, wo passen auch. Olivenöl, passt. Salz, passt. Toast, passt. Kaffee, passt auch. Der ist viel weniger wert wie der andere Kaffee. Honig, passt auch. Wasser, passt auch. Na, kannst du sogar ein bisschen obergehen. Kaufen sie dann den Preis schon gar nicht mehr. Du musst fast schon auf 11,60 oder 11,65. Machen wir 11,50, dann gehen sie weg. Ich meine, Entschuldigung, ehrlich jetzt da. Das ist Milch? Eine 6er Packung haltbar Milch. Ein Liter. 11,50 $, okay? Nur, dass wir mal über die Wirtschaft. Also, das ist, ja, muss ich glaube ich nichts dazu sagen. Wiederum aber ist Öl völlig günstig. Nudeln passen auch. Das Zuckerding ins Kirchen passt. Der haut auch hin. Globerbier haut auch hin. Gleich haben wir es geschafft. Kuchen, Kuchen, passt. Passt. Ab und zu muss ich schauen, weil sonst jammert die Leute wieder 3,64. Boah, das ist ein bisschen viel teuer. Müssen wir auf 3,90 aber. So, ein paar Sachen werden. Die Preise ändern sich tatsächlich. Das ist ein bisschen schwer zum Hand haben. 4,20 passt auch.
Lenny, danke für die Bitte. Warum so traurig? TwitchCon? Fragezeichen. Was ist mit der TwitchCon? Ich bin in Österreich. Wo ist die TwitchCon? In Berlin oder Köln oder irgendwo? Ich bin mir jetzt nicht genau sicher. 5.20, das passt alles noch. Wie schaut es da aus? 21.20. Passt da. Und Glosreiniger. Machen wir 3.40, dass die Leute nicht aufregen. Passt auch. Die Getränke dürften, glaube ich, auch noch passen. Ja, 2.70. Passt. Orangensaft. Füllsteuer. SDS, danke für den Sub. 2.60 reicht. Darfst nicht, da kauft es da keinen Schwanz mehr. Wenn es viel mehr wie 30, 40 Cent über dem Normal, der ist wiederum günstig, den geben wir jetzt her für 3,50. Wenn du über den Preis 30, 40 Cent gehst, also wenn du 50 Cent drüber gehst, jammern schon immer noch zu teuer. Das erste Mal habe ich für $120 als Backel verkaufen probiert, hat irgendwie nicht funktioniert. Keiner hat mir sagen können, warum. 2,27. Oha, da hätte ein bisschen Cola hätte ich noch nachkaufen können tatsächlich. Ich hoffe mal, sie kaufen es jetzt nicht komplett weg. Aber ich habe keine Geld. Warum habe ich 3 Kinder und keine Geld? Ich hätte lieber keine Kinder und 3 Geld. Warte mal, ich glaube, das Cola kann ich sogar noch bestellen. Ich glaube, die waren gar nicht so teuer. Alles, was die umbringt, ist günstig. Du geile Butterblume, du Schöne! Merkt euch das, Leidels. Das ist eine Tatsache. Das ist jetzt nicht nur auf das Spiel bezogen. Ihr wisst das selber in Real Life. Je gesünder etwas ist, desto teurer ist es. Es ist so. Und je mehr Dreck das es ist, desto günstiger kannst du es kaufen. Oder willst du mir sagen, dass ich mich irre? Aber schaut, was ein gutes Gemüse kostet, wenn du das jetzt nicht komplett verseucht von Pestiziden bestellen willst. Und schaut, was ein Tafel Schokolade kostet. Ihr seht, das Problem ist halt wirklich, die Tage dauern. Also, jetzt können wir den Tag starten. Jetzt können wir wieder abkassieren und schauen wir mal, ob das jetzt was gebracht hat, die Erweiterung. Also schaut sich das an, ich habe überall Schachteln stehen. Ich brauche ja wirklich schon bald das Lager. Wir sind schon Level 18 übrigens. 2 Level noch, dann habe ich einen 2. Kassier. Dann kann ich gleich viel professioneller arbeiten. Das Hauptproblem für mich jetzt in dem Spiel tatsächlich ist, meine Einnahmen reichen einfach nicht, dass ich mir einen eigenen Lagerbestand aufbauen kann. Ich habe wirklich immer nur minimal mehr Ware da, so wie zum Beispiel da von dem Thunfisch habe ich halt noch 4000 Wachte drin. Also so gut wie keins dieser Pakete, außer die Hühner, ist nicht schon offen und fast leer. Wisst ihr, was ich meine? Damit sie das Lager auszahlt, müsstest du vor allen 4 Schachteln einstellen, damit du einmal 2 Tage nichts kaufen brauchst. Aber du hast gar nicht den Umsatz, dass du einmal doppelt einkaufen kannst. Es geht sie einfach nie aus. Weil alles viel zu viel kostet. Also, der Einkauf und der Verkauf, die Relation ist pervers. Und der Kundenumschwung. Renetsch, grüß dich. So, jetzt geht's ab. Bald sind wir Level 20. Dann habe ich einen 2. Kassier, dann kann ich mich nur aufs Regal einrahmen kümmern, hoffe ich halt. Wobei der Kassier im Verhältnis zu mir halt einfach nur langsam ist. Wirklich. Wegen 2 Ochtereier und dann kommst du gleich zu mir, Depperter. Ist da langweilig. Alter, und dann zahlst du mit einem 100er. Ich ist am Schädel, Alter. Bah, ich bin so froh, dass ich in Real Life kein Kassier bin. Ich würde die Leute so vergraulen. Ich war noch einen Tag, nicht einmal, ich war noch eine Stunde arbeitslos. Tyson, servus, danke für den Follower. SDS. Der neue Reis ohne Preis? Was lügst du? Was für ein neuer Reis? Recht hast du. Eieieiei. Danke. 6.40. Dankeschön. Das hätte jetzt fast schief gehen können. Das hätte jetzt wirklich übersehen. Was da drüben steht, ist Choppern. Alter, die Kasse ist nicht einmal besetzt. Und die Mutti meint schon wieder, ja, gehen wir da her. Weil der da drüben ist ja anscheinend nur ein Pappaufsteller. Weil der bewegt sich ja nicht. Der muss ja nichts hackeln. Seid ihr wie sich alle bei mir ausstellt? Schau! Da drüben hockt der Fuhiwappler, der wird zahlt für das! Und ihr steht's bei mir! Na, das Spiel f***t dich, Alter. Das Spiel verarscht dich. Bei mir steigen sie bis Djibouti an, Alter. Und er drüben tut Nasen bohren. $3.
bei mir? Ihr seid doch angerannt! Obwohl, einmal geht eine um mich zu ihrem Kassieren. Das ist ja nicht normal, seien wir nicht besser, Alter. Masse, Mintari, vorsichtig, Depperter, gell? Mit solchen Sprüchen. Bist bei mir ein bisschen falsch. Das ist ein Problem mit fette Leute, das schleicht dich aus aus meinem Stream, ganz einfach. Du musst mich nicht anschauen, wenn du so ein kleiner Möchtegern-Mobber bist. Der typische Fall von du was für dein Geld, ja echt. Ma, Alter, ich will mir Regale einrahmen, ihr Kalb, Alter. Ihr rammt mir alles la und ich darf's nicht nachfüllen. Und dann wird wieder gejammert, ey, da fehlt was, da fehlt was. Alter, der Hund kauft ein. 108.3. Alle steigen, ein Nutella, hey Alter, nicht, dass du einen Bruch hättest beim Heimgehen, Depperter. Soll ich da meinen Todel mitschicken, der tut dir nix. Soll er da das Nutella heimtragen, nicht, dass du einen Bruch hättest, ha? Da drüben, nimm deinen mit, Alter. Ich zahl dir was dafür. Nimm ihn bitte mit. Der ist für nix da. Der kostet nur Geld und verbraucht Sauerstoff. Lachst du da hinten? Weil der Aufgestrahlte da drüben für nichts zum Brauchen ist. Alter, ich hab schon wieder vergessen, das Licht einschalten. Und die Leute kaufen ein wie verrückt. Alter. 7, 5. Es ist aber auch nicht so, Leute, dass wenn ich jetzt da von der Kasse weg gehe. Alter, ich speibe mich fast da. Was dann mit zwei Kassier? Na, dann geh ich, dann kann ich Regale einrahmen. Da, der Kaffee ist fast weg. Ich komm zu nix, weil es bei mir ansteigen, die voll. Ich kann keine Regale einrahmen, weil ich einfach jedes Mal, wenn ich weggehe, will, steigen sie schon wieder an. Da, ich hab da. Bei ihm steht ein Schneebrunzer und mich belagern sie, die Geschüttelten. Alter, was kaufst denn du alles? Willst du keinen ganzen Lohn haben? Ich mein, gutes Geld, ja, aber du bist ja nicht normal, der Hund, Alter. Und da der Nächste! Na, wenigstens wird gut einkauft, das ist schon mal viel wert. Haben wir es jetzt da? Alter, der kauft für das ganze Papier, der hat schon wieder Aussicht oder so, weiß ich nicht. So, da machen wir auf, da Wasser. 1, 2, 3. Aussieht damit. Geht's mal ein bisschen da zu Ehren einkaufen. Dann da, Glasreiniger. 1, 2, 3. Aussieht. Ich muss immer gleich was wegschmeißen, weil sonst da steht's Depp. Da haben wir's schon. 1, 2. Da rühmen wir Pommes, glaube ich, ist noch da. Huhn. Ah, diesmal haben sie nicht viel Herner. Das letzte Mal waren sie gleich am ersten Tag weg. Alter, da ist alles leer gekauft. Schau das an. Die Kartoffelsäcke. Wer noch einen braucht, sind wieder nachgefüllt. Was haben wir noch? Thunfisch. Tee. Da steht schon wieder der Nächste. €2,54. Ja, die Leute kaufen wird schon gut ein. Kannst du sagen, was du willst, aber kaufen schon gut ein. Einer läuft noch mal und da ist der Nächste. Warte. Klar, dass du jetzt wieder bei mir stehst, weil was auch habe ich mir anderes erwartet. War ja witzig, weil wenn du einfach mal zum Unonummi gehst kassieren oder zahlen. Ne? Ist ja viel lustiger bei mir, weil ich bin ja so grundauf sympathisch, wenn ich dich die ganze Zeit anschreie. Hast du verstanden, Depperter, Alter? Du 007 für einmal geschüttelter Sheldon Cooper, Alter? Mit einem Kuh von Stickel Weißbrot, Alter? Was ist mit dir? Warum kommst du zu meiner Kasse? Da drüben steht der Todel, der tut dir nichts anderes. Geht doch dem Nerven. Ich muss was hakeln, wenn ich da oben bin. Mir geht's nicht so gut.
So, der Tag ist vorbei und wir haben schon wieder, ja, so 1900. Also irgendwie die Umsätze, ganz befriedigend sind sie nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ganz befriedigend sind sie noch nicht. Jetzt haben wir 1900. Eine Lizenz kostet mehr, wie was ich am Tag einnehme. Damit ihr so circa eine Relation habt, dass das eigentlich voll kacke ist. Weil irgendwie der Umsatz nicht viel mehr wird. So, Wasser. 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 Der Bruder, wo ist der Bruder? Ah, jetzt geht's wieder. Predator, was ist denn gegangen? Test, was war? Du hast keinen Preis bei Erdäpfelsackl. Und was ist das? Ist das bei dir Buchstaben? Also ich habe das als Zeuer in Erinnerung tatsächlich. Kann mich ja täuschen. Vielleicht bist du von einem anderen Planeten und ich weiß es nicht. So, Milch haben wir wieder aufgefüllt, super. Ja, mein, der Verkauf läuft, aber ich frage mich, wann es einmal ein bisschen mehr wird. Also, spürbar mehr, meine ich jetzt da. Weil momentan, muss ich ganz ehrlich sagen, wir knacken nicht einmal die 2000, die muss ich Minimum schon ausgeben. Der Käse ist gut gegangen, der zweite. Der Cheddar ist das, glaube ich, der rot gefärbte Käse, ne? Auf den steigen die Arme ist so den Cheddar. Ich mag ihn auch, ich finde den würzigen Käse tatsächlich echt geil. Wer kennt ihn noch? In Chatter. In Chatter de Hut. So. Für was ich das überhaupt aufgeführt habe auf dem letzten Drucker, wenn es dann eh wieder keiner sauft. Das ist das Nächste, das ist noch Risk noch fahren. Wenn es der Krieg hast, geht's gut weg. Wenn es der Pech hast, kauft es dann am nächsten noch keiner und das Geld, wo man siehst. Wieso habe ich die Herren ausgestellt? Was bin ich für ein Depperter? Vielleicht was die Freilaufhühner. Auch eingepackt sind sie noch freigängig. So, Apfelsaft, ja. Brauche ich jetzt aber wegen zwei Packel, ehrlich gesagt, keinen Neigen kaufen, glaube ich. Das reicht. Obwohl, schau. Sogar perfekt. Entschuldigung. Da ist noch immer einer drin. Oder wie viel sind da drinnen? Schon wirklich, da sind noch immer zwei drinnen. Entschuldigung. Dann darf ich natürlich noch nicht wegschmeißen. Das war Wirtschaften. Nur ist nicht ganz leer, wurscht, schmeiß weg. Braucht da nur Platz. Ist da noch einer drin? Na, der ist leer. Wenn ein kein Produkt mehr angezeigt wird, ist er leer. Ich spüre kaum schon auf jeden Fall was. Wie schaut es aus bei der Schokolade? Was weggegangen auch, oder? Nicht wirklich. Wow, eine Tafel. Alter, ihr wollt es mir ver. Überall, wo ich auf Nummer sicher mehr gekauft habe, kauft es wieder keiner. Und dort, wo ich glaube, ah, das geht eh nicht auf, oder dort habe ich keine Reserven. Immer das Gleiche. Aber da kannst du nicht einmal dagegen arbeiten, weil das ist so random, was für ein Produkt am nächsten noch gut geht und was für eins nicht. Wirklich, da gibt es keinen. Okay, heute geht das sicher gut und das eher nicht so. Das ist immer auf gut Glück. Entweder es geht oder es geht eben nicht. Kann man überhaupt Schachteln wegschmeißen, wenn noch was drin ist? Ich habe es tatsächlich noch nicht probiert. Ich hoffe mal, dass die Spül zumindest mahnt. Ah, da müssen wir auch wieder nachfüllen, das sind jetzt eh so Schweineteier, der Dreck. Klopapier ist auch wieder nichts zum Kaufen, das haben wir jetzt auch wieder aufgebraucht. Es ist doch wirklich ein Wahnsinn, was du da war aufgelost jeden Tag. Da können wir noch auffüllen, da brauchen wir nichts nachkaufen, glaube ich, da haben wir sogar noch eins auf Reserve dann. Nee, das brauchen wir tatsächlich nicht mehr nachkaufen. Die kosten, da ist die riesen Reinigerflaschen da eigentlich fast, da kostet die ganze Achterpartie gerade mal 16 Dollar tatsächlich, also gar nicht so tragisch jetzt da. Thunfisch hat keiner mehr gekauft, den habe ich schon aufgeführt. Mozzarella ist auch schon wieder am Gar werden. Die haben wir auch alle da drüben. Dann ist ja, was ist denn da? Haben wir alles, oder? Alles aufgemacht und verbraucht, was wir gehabt haben. Überschüssig gehabt haben. Der Rest ist überblieben. Und muss wieder nachgekauft werden. Ach, hands up, then we gonna drop.